Es ist Mittwochabend, der 10. Mai, und ich begrüße Sie zu Ihrer täglich aktuellen Nachrichtensendung hier im Mittelerzgebirgsfernsehen. Schön, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, um wieder Wissenswertes und Aktuelles aus Ihrer Region zu erfahren. Ich heiße Sebastian Eberlein und bin für die folgenden Minuten Ihr einseitiger Gesprächspartner. Heute wird es musikalisch. Manfred Krenz war für Sie in Olbernhau unterwegs, um Ihnen das heutige Bergfest musikalisch zu versüßen. Yeehaw! Country Music aus nah und fern, aber sehen Sie selbst. Mit diesem Plakat lud die Olbernhauer Country Band Shotgun Jones am Samstagabend zum Konzert in das Jugendzentrum Olbernhau. Wir haben uns vor dem Konzert mit dem Frontmann von Shotgun Jones getroffen, um mehr über diese Gruppe und ihren Stargast, den aus USA angereisten Bob Wayne, zu erfahren. Ich bin hier bei Shotgun Jones und dem Leadsänger Kevin Preuß aus Olbernhau. Ihr seid Country Band seit? 2015. Und wie seid ihr nun dazu gekommen, so ein Konzert auf die Beine zu stellen, wo ihr wirklich den American Way of Life nach Olbernhau holt? Ja, das war halt eine harte Arbeit auf jeden Fall. Wir haben nur 2 Jahre dran probiert, dass das eben mal stattfindet hier. Und vorneweg sind wir immer so vom Weg gefahren nach Berlin. Wir haben die auf einer Internetplattform entdeckt. Fanden das cool, bin nach Berlin gefahren, war mal, haben gedacht, den müssen wir irgendwie mal ranholen. Ja, und dann hat es wirklich mal geklappt, den hier ranzuholen. Und ja, jetzt ist er da. Seid ihr sehr nervös vor dem heutigen Tag? Ja, auf jeden Fall. Etwas Aufregung gehört da immer dazu. Ja. Ich weiß nicht, wie es beim Jens ist. Genau so. Also vor jedem Auftritt ist immer richtig Adrenalin da. Und ich denke, das muss auch sein, damit man dann wirklich seine Leistung abliefert auf der Bühne. Nicht, dass man da so schlagsig hingeht und sagt, das wird schon was. Also ich bin schon auch ganz schön aufgeregt. Aber wir freuen uns doch. Ja, riesig, klar. Vor allem als Vorband von Bob Wayne, das ist schon mal eine Hausnummer. Dann bin ich mal gespannt auf den heutigen Abend und sage toi toi toi. Danke. Danke. Nachdem die Gruppe Shotgun Jones den etwas über 110 anwesenden Gästen dann so richtig eingeheizt hatte, sollte aber im Jugendzentrum Olbernhau The American Way of Life noch richtig Einzug halten. Denn kurz danach hieß es, Bühne frei für den aus Nashville, Tennessee angereisten Bob Wayne, der es sich nicht hat nehmen lassen, auf seiner Europatournee auch in Olbernhau einen Stopp einzulegen. Und hier den Saal so richtig zu rocken oder wie man auch sagt, zum Kochen zu bringen. Natürlich waren wir auch interessiert und wollten wissen, wie es dazu kommt, dass ein so internationaler Star in Olbernhau in der Country-Szene einen Stopp macht. Die Gelegenheit, dies in Erfahrung zu bringen, ergab sich nach dem Konzert. Wir haben Bob Wayne gefragt, wie es zu diesem Konzert kam. Well, you know, we come from the USA and as a band we love to travel. We go everywhere. Canada, all over America, South America. Wir kommen aus den USA und als Band lieben wir es zu reisen. Ob Kanada, ganz Amerika, Südamerika oder auch Europa. Manchmal schicken wir, bevor wir auf Tour gehen, eine Nachricht raus nach dem Motto, Hallo Europa, Bob Wayne kommt nach Europa und Deutschland. Wo sollen wir spielen? Und diese Jungs hier drüben, wenn du mal mit der Kamera da rüber schwenkst, die haben uns geschrieben, kommt nach Olbernhau. Wir haben okay gesagt und da sind wir. Danke für das Interview und habt noch eine schöne Zeit in Deutschland. Danke, Leute. Wir bleiben in Olbernhau, um Rainer Stefani über die Schulter bzw. über die Hände zu schauen. Tipps und Tricks aus Holz. Und die ein oder andere Methode, wie Sie zukünftig Strom und folglich jede Menge Geld sparen können. Die nächste Sache, die ich euch zeigen will, wird unterstützt vom Ministerium für Umwelt in Sachsen. Und zwar habe ich nämlich hier
eine große Erfindung auf die Reihe gebracht, habe einen Preis gewonnen für Umweltschutz und Innovation, dotiert mit 50.000 Euro, ich wollte es gar nicht haben, aber die haben es mir überwiesen. Und euch alle, so wie ihr jetzt hier sitzt, kann ich nur eins raten, macht es mir nach, probiert es aus. Die Sache ist gar nicht so schwierig. Du brauchst dazu, warte, ich habe das vorbereitet. Ich habe hier von meiner Ingrid ein Beitel mitgekriegt. Ja. Du brauchst eine Plastiktüte. Dann brauchst du, oh, sehe ich gerade, ein Stück Holz. So. Härtes Klappern sind keine Flaschen und Bottlieburen. Und ich bin einer der wenigen, ach, und ganz wichtig, hier, jetzt gucken Sie die Schwaben. Entsend. So, ich habe jetzt hier einen Cent, Plastiktüte, Holzkante und jetzt geht's los. So, schlag wieder das Kantel an hier. Bumm. Also macht das alle nach, das bringt uns unheimlich vorwärts. So, ihr fangt, das ist eine schöne Übung, wieder mit der Walze an. So. Jetzt geht's los. Nehmt ihr hier eure Lampe, tut es messen. Ja, Durchmesser. Passt, also für Touristen reicht's. Nee, halt schon hin. So. Dann wird die Walze wieder gerade gestochen, ihr lieben Gäste. So. Und jetzt nehmen wir noch die Länge ab. Hier, seht ihr das hier hinten? Wird angerissen. Hier, das habe ich im Kopf, das Maß, das verrate ich euch nicht, das müsst ihr selber rausfinden. Jetzt tue ich das noch ein bisschen fein schleifen. Das erste Mal, dass ich heute Abend noch was, oder heute Nachmittag was schleife. So, sauber. So, und jetzt fragen sich viele, was will der mit der Plastiktüte? Das kann ich euch gleich sagen. Es gibt Betriebsgeheimnisse. Die kann man nicht jedem verraten. Braucht ja nicht jeder sehen, was wir machen. Und deswegen tue ich die Glühbirne in der Papiertüte umbauen. So. Wo ist mein Cent? Hier ist er. Der Cent, der kommt jetzt hier. Hier unten rein, es soll ja eine Sparlampe werden, wir wollen ja was sparen. So, und zum Schluss kommt es jetzt hier so drauf. Und so entsteht dann eine Sparlampe. Und wisst ihr, was das Besondere ist? Die brennt, die leuchtet bloß nicht. So, vielen Dank. Tipps und Tricks bzw. das Erkennen und richtige Handeln bei den ersten Anzeichen eines Schlaganfalls sind heute am Tag gegen den Schlaganfall ein weiteres Thema in unserer Nachrichtensendung. In Deutschland erleiden jährlich rund 270.000 Personen einen Schlaganfall, wobei bis zu 80% der Menschen ab einem Alter von 60 Jahren betroffen sind.
Unsere Praktikantin Celine hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt und Bürgerinnen und Bürger der Bergstadt befragt. Der heutige Tag widmet sich dem Thema Schlaganfall. Einen solchen zu erkennen und das in den ersten paar Minuten ist am wichtigsten. Aber weiß die Allgemeinheit überhaupt, wie man es erkennt und was zu tun ist? Ich bin in Marienberg unterwegs gewesen und habe ein paar Menschen zu diesem Thema befragt. Heute der Tag ist ja gegen den Schlaganfall. Und wissen Sie irgendwelche Symptome vom Schlaganfall? Naja, Beschwerden, der Herzgegend. Kann ich da auch nicht mehr. Also die Symptome für einen Schlaganfall sind also soweit mir bekannt, das Herzrasen, oder Aussetzer, Schwindelgefühle, Schmerzen in der linken, auf der Herzseite. Und ja, das ist so das, was mir so einfällt jetzt dazu. Oder wissen Sie, was man da tun muss? Schwierig, Schlaganfall. Ja, gesund leben, besser gesagt, kein Bohnenkaffee und so. Meine Mutter hatte ja einen Schlaganfall. Ach so, tut mir leid. Ja, und kein fettes Fleisch und so weiter und so fort. Ich würde sagen dann, dass man auf alle Fälle mal zum Arzt geht und ein EKG machen lässt. Und dann erstmal, da erkennt man ja die Aussetzer. Und sich vor allen Dingen seine Lebensweise einschränken. Dazu gehört die Ernährung. Und vorbeugende Arznei, die man sich von Arzt dann verschreiben lassen kann. Na, wenn man sich nicht auskennt, auf jeden Fall den Rettungsnotdienst anrufen. Jetzt nochmal alles zusammengefasst. Wie erkennt man denn nun die ersten Symptome? Bei einem Schlaganfall setzen schlagartig bestimmte Funktionen des Gehirns aus. Dieser entsteht, wenn beispielsweise eine Arterie durch ein Blutgerinnsel verstopft wird, welche zwischen dem Herzen und dem Gehirn liegt. Somit entsteht entweder ein Blutmangel oder eine Einblutung im Kopf. Ein Schlaganfall ist erkennbar durch kurzzeitiges Erblinden in einem Auge, Sprachstörung, Übelkeit, Empfindungsstörungen an einer Körperhälfte, das mit Kribbeln oder Taubheitsgefühlen einhergeht. Weitere Symptome dafür sind halbseitige Lähmungen, das doppelte Sehen, Schwindel und Kopfschmerzen in bisher nicht verspürbarer Heftigkeit. Wenn so etwas auffällt, sollte sofort der FAST-Test durchgeführt werden. FAST bedeutet übersetzt schnell. Das F steht für Face. Einfach die Person um ein Lächeln bitten. Der Mundwinkel lächelt nur einseitig, da liegt eine Lähmung vor. Das A steht für Arms. Der wahrscheinlich Betroffene soll die Arme nach vorn heben und beide Handflächen nach oben drehen. Bei einer Lähmung können die Arme, oder auch nur einer der beiden, nicht gehoben, gesunken oder gedreht werden. Das S steht für Speech. Da müssen einfache Sätze nachgesprochen werden oder einfache Fragen beantwortet, wie zum Beispiel, welcher Tag ist heute? Das T steht für Time. Wählen Sie sofort die 112 und schildern Sie die Symptome. Die Person, die höchstwahrscheinlich an einem Schlaganfall leidet, darf in keinem Fall eine Schmerztablette zu sich nehmen, da die Wirkstoffe die Symptome verschlimmern können. Und auch auf Flüssigkeitszufuhr sollte man in diesem Fall verzichten. Wenn die Person noch bei Bewusstsein ist, wird diese bequem mit erhöhtem Oberkörper gelagert. Aufregung und Unruhe müssen unbedingt vermieden werden. Falls die Person bewusstlos ist, dann empfiehlt sich eine stabile Seitenlage auf die gelähmte Seite. Ein frühzeitiges Erkennen kann Leben und Lebensqualität eines Betroffenen retten. Die Geschwindigkeiten werden am Donnerstag unter anderem zwischen Augustusburg und Waldkirchen auf der S223 und in Friedebach auf der B171 kontrolliert. Darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrag des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen. Denken Sie daran, durch zu schnelles Fahren kommt man eher weniger zum Sparen. Heute Abend und in der Nacht bleibt es klar und wolkenfrei. Das Regenrisiko beträgt 5%, was so viel heißt, dass mit Regen nicht zu rechnen ist. In Olbernhau gibt es zwischen 6 und 3 Grad, in Marienberg werden zwischen 5 und 4 Grad erwartet und in Zschopau zeigt das Thermometer zwischen 5 und 3 Grad an.
In den Kältezonen, sprich auf dem Kamm, kann auch heute Nacht wieder die Null zu Buche stehen. Der Wind spielt nur eine Nebenrolle, er weht gering mit um die 6 Kilometer pro Stunde aus südlicher Richtung. Der Donnerstag wird wohl der schönste Tag in dieser Woche. Bei bis zu 14 Sonnenstunden lohnt sich der Gang in den Garten oder die ein oder andere sportliche Aktivität im Freien. Das Niederschlagsrisiko beträgt gerade einmal 5%. Lediglich über die Mittagszeit steigt dieses geringfügig an. In Pfaffroda zeigt das Quecksilber zwischen 16 und 10 Grad, in Wolkenstein. Am Schloss zeigt das Thermometer zwischen 17 und 10 Grad und in Gornau stehen zwischen 18 und 11 Grad zu Buche. Der Wind weht aus südöstlicher Richtung mit einer maximalen Geschwindigkeit von 13 Kilometer pro Stunde. Der weitere Ausblick: Am Freitag ziehen auch schon wieder die ersten Wolken auf. Bei Temperaturen bis zu 16 Grad bleibt es dennoch mild. Der Wind weht leicht aus südlichen Richtungen und zum Abend hin kann uns sogar die ein oder andere Regenwolke erreichen. Am Samstag klettert das Thermometer bis auf 18 Grad. Dabei liegt das Regenrisiko bei maximal 30%. Das soll es auch schon gewesen sein für heute. Ich hoffe, für Sie war etwas Interessantes dabei. Und wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten zu Ihren aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region. Übrigens, mehr von uns finden Sie auch im Internet unter www.mef-line.de. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend. Tschüss und bis morgen.